Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Agrarian Skies 2. Heute bin ich leider wieder allein unterwegs, macht auch nichts, kriegen wir auch so hin, nicht? Und zwar, wir hatten hier, beziehungsweise ich hatte hier gesehen, wir haben Chocolate Milk Buckets, die wir noch herstellen müssen. Das sieht mir nach etwas langwierigerem aus, weil wir brauchen natürlich dafür Kakao. Wobei, das könnte man theoretisch mit Autocrafting ganz gut machen. Überleg und studiere. Chocolate Milk Bucket. Ach, das sind 500 Buckets, die wir da müssen wir da wirklich 500 Buckets herstellen? Oh je, Mini. 500 Buckets. Naja, gut, okay. Auch das kriegen wir hin. So, ich brauche jetzt erstmal. Machen wir die Tür nochmal zu. Ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Boah, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob wir hier überhaupt Kakaobohnen anbauen können. Was kriegen wir denn? Oh, sehr gut. Auch das ist sehr gut. Nehmen wir hier mal die ganze Reihe durch. Sind wir wieder satt? Jawohl. Gut. Okay, das ist natürlich wieder so ein Ding. Da brauchen wir jede Menge Eisen. Und Eisen ist bei uns ja Mangelware. Okay. Dann müssen wir uns die Chocolate Milk herstellen. Ich überlege gerade, wie wir das am dümmsten machen. Chocolate Milk Bucket. Ein Eimer mit Milch. Schauen wir nach der Fresh Milk. Okay, Fresh Milk. Da können wir uns nämlich noch ein bisschen was sparen. Aus einem Milk Bucket machen wir uns nämlich dann Fresh Milk. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Fluid Transposer, der uns die Flüssigkeiten verpackt. Da bauen wir uns einen neuen. Einen Fluid Transposer. So, und was wir gleich mal machen ist, den Machine Frame. Moment. Machine Frame Basic. Den werden wir aber noch ein paar Mal brauchen. Und das machen wir gleich da drüben. Komm, schneller. Der Tag ist kurz. Jawohl. Haben wir. So. Dann gehen wir nämlich mal hier an das Pattern Terminal. Dann sagen wir Machine Frame Basic. Das ist ein Tin Gear. Da müssen wir uns erstmal schnell das Tin Gear anschauen. Das ist ein schönes Tin Gear. So. Kupfer. Kann man auch was anderes nehmen? Das ist immer ein Kupferingot. Okay, dann nehmen wir einen Kupferingot. Ist mir egal. So, damit haben wir nämlich das da schon mal. Und können das hier schon mal irgendwo reinlegen. Hier. Und dann machen wir uns dann noch den Rest hier oben. Haben wir wieder hier Machine Frame. So. Jetzt haben wir kein Zahnrad. Das sind normale Iron Ingots, das ist normales Glas. Jawohl. So, können wir uns die nämlich auch gleich mal autocraften. Schadet nichts, wenn wir das können. Weil, dann können wir nämlich hier sagen, wir brauchen einen Machine Frame Basic, bitte. Eins. Start. Fertig ist es. So, und dann brauchen wir noch den Fluid Transposer. Fluid Transposer, hier. Haben wir ja fast alles da, außer am Eimer. Super. Aus Zinn. Von mir aus. So. Fluid Transposer. Haben wir den? Den wollen wir natürlich automatisieren, ist klar. Deswegen packen wir den Fluid Transposer hier hin. Dann kommt. Ja, ist ja gut. Jetpack aus. Schnauze. So. Dann können wir hier noch. Wir gucken mal nach Buckets. So. Bucket. Das geht aus Zinn. Das geht aus Alu. Und damit habe ich schon meinen Werkstoff meines Vertrauens gefunden. Aluminium. Da haben wir nämlich auch jede Menge. Aluminium. Gibt uns einen Eimer. Sehr gut. Dann kriegen wir nämlich auch mal was Sinnvolles mit den Aluminium-Eimern hin. Okay. Dann können wir uns jetzt erstmal einen Bucket herstellen. Crafting. Einen. Start. Haben wir. Ein Eimer. So, und dann brauchen wir jetzt immer noch, da. Das da. Dahin. Nö.
war der nochmal? Der Fluid. Den Fluid Transposer haben wir doch schon da stehen, eben. So. Das wird ein bisschen schwieriger jetzt. Wir brauchen noch ein ME-Interface, das wir uns jetzt auch mal als Pattern ablegen. Interface. Das da hierhin. Chor. Da fehlt uns ein Chor. Der da hier. Bauen mal bitte den Chor. Haben wir ja das Rezept schon mal reingelegt. Super Geschichte. Und dann können wir jetzt uns hier auch ME-Interfaces basteln. Sehr praktische Geschichte. Können wir mal hier hinpacken. So. Dann machen wir uns gleich mal ein Interface, bitte. Ein Interface. Und da sieht man schon, oh, geht eigentlich noch. Ganz so kompliziert ist der Teil nicht. So. Und das packen wir dann da hinten dran. Oder hinten dran. Moment. Der Fluid Transposer macht aus der Milch, die wir ihm geben. Da brauchen wir drei Seiten, interessanterweise. So, jetzt brauchen wir mal ganz kurz das Jetpack noch. Und ich brauche aus meinem Rucksack den Crescent Hammer. Und wenn möglich, einen Fans bitte. Da haben wir es. Einen Fans. Sonst laufen wir die Jungs und Mädels doch da unten wieder weg. Manchmal ist das Ding wirklich schnell. So. Aua. So. Einmal weg. Einmal Zaun wieder hin. Haha. Ihr könnt mich nicht. So. Dann machen wir Folgendes. Wir lassen das hier einfach ganz simpel reinlaufen. Den Reinforced Portable Tank. Ein, hauen ihn mit dem Hämmerchen und sehen, das läuft langsam da rein. Jetzt brauchen wir noch jede Menge Eimer und dann brauchen wir eine Möglichkeit, das Zeug wieder rauszuwerfen. Konfiguration. Von oben die Flüssigkeit. Wir könnten von hinten die Eimer entgegennehmen. Blau. Und nach rechts geben wir es mal aus. So. Ich habe natürlich jetzt keine Item Ducts da. Aber das macht auch nichts. Item Ducts können wir hier alles problemlos uns jetzt holen. Ja. So. Item Duct. Schwupp, schwupp. Jetzt sollte eigentlich... Jetzt machen wir noch ein ganz tolles Rezept. Erstmal einen Eimer, bitte. Einen Bucket. Danke. In den Bucket füllen wir dann hier einmal Milch ein und geben den erstmal nicht aus. So, packen den da oben rein und bekommen einen Milcheimer raus. So, jetzt können wir wieder nach rechts abgeben und dann testen wir mal, ob das auch alles funktioniert. So, wir brauchen nochmal einen Bucket. Bitte einen Bucket. Start. Haben wir. Bin übrigens im falschen Terminal, ich muss dahin. So, und das ist wiederum ein Processing Pattern, das heißt, wenn wir jetzt einen Bucket da reinlegen, soll ein Milk Bucket rauskommen. Ja, das ist das Rezept, was uns der Fluid Transposer macht. Ist ein komisches Rezept, ich weiß, aber es ist nun mal so. So, jetzt können wir uns quasi hier Milk Buckets anfordern. Und davon fordern wir uns jetzt mal ein paar an. Milk Bucket. Hier. Davon sagen wir mal 10 Stück bitte. Ja, da sagt er uns, wir brauchen 30 mal Aluminium, ergibt 10 Eimer, ergibt 10 Milk Buckets. So, und wenn wir jetzt Glück haben, funktioniert das. Wenn wir Glück haben. Jawohl, wir haben Glück. Funktioniert. So, und jetzt stellen wir hier um. Und sagen, der Milk Bucket hier gibt uns Fresh Milk. Sparen wir uns ein bisschen Milch. Kann ja nicht schaden. So. Das packen wir unten hin. Und dann die Fresh Milk, die wir haben. Hier. Nehmen wir mal raus. Und dann sagen wir, wir brauchen Moment, wir gucken lieber nochmal ins Questbuch. Sicher ist sicher. Chocolate. Schokolade Milk Bucket. Schokolade Milk Bucket. Da kommt das, das und das hin. Okay.
Alles klar. Fresh Milk oben, einmal daneben, einmal hier hin, Fresh Milk dahin und Kakao dahin. Genau. Wir haben keine Patterns mehr. Wir haben keine Patterns mehr. Pattern. So. Next. Ich habe jetzt wirklich nur einen produziert. Bin ich dämlich? Naja, egal. So. Ein Pattern. Und von diesen Chocolate Milk Buckets brauchen wir 500 Stück. Das müssen wir anders machen. Zuerst mal müssen wir natürlich das Rezept hier irgendwo mal reinlegen. Hier. So. Und die 500 haben wir gerade im Moment einen drin. Einen Schock. Nein, haben wir keinen drin. Okay. So. Einen brauchen wir aber ganz kurz. Ja, machen wir gleich. Wir brauchen ein Quest Delivery System. Das wird hier irgendwo hergestellt bei Hardcore Questing. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwo ein Quest geht. Quest Delivery System. Das da hier. Quest Delivery System. Da. Ja, ist ja gut. Ein Quest Delivery System. Dafür brauchen wir ein Questbook. Das Questbook. Ey, wir haben ja nicht mal ein Buch hier. Also gut, bauen wir uns ein Buch. Haben auch nicht alles da. Aber das unten haben wir da. Jawohl, ein Buch. Dann brauchen wir ein Questbuch. Das haben wir doch hier irgendwo mit Sicherheit. Nein. Da. Da. Questbook. Ein Questbook haben wir. So, und jetzt brauchen wir wieder das Quest Delivery System. Quest Delivery System. Jawohl, damit haben wir den. Okay. Haben wir jetzt ein Questbuch zu viel? Haben wir ein Questbuch zu viel? Ist ja wurscht. Dann brauchen wir als nächstes noch einen sogenannten Export-Bus. Export-Bus. Den da hier. Okay. Was fehlt uns? Formation Core. Ein Formation Core. Haben wir schon als Rezept drinlegen. Bau mal bitte. Können wir da oben reinpacken. Haben wir einen Export-Bus. Sehr gut. Und damit können wir nämlich jetzt hier... machen wir eine neue Linie, oder? In die Richtung. Genau. In die Richtung. Wenn wir Kabel natürlich dabei hätten. Kabel. Die hatte ich vorhin irgendwann mal, glaube ich, in der letzten Folge reingeschmissen. Aber egal. Dafür schmeißen wir jetzt mal die Dance-Kabel rein. So. Das dahin. Dann packen wir... Ach, wisst ihr was? Das machen wir einfach oben drauf. Und das Quest Delivery System da oben drauf. Genau. So. Jetzt müssen wir Punkt Nummer 1 erstmal dem Quest Delivery System sagen, welches wir nehmen. Chocolate Milk Bucket, Select Task und klicken jetzt auf das Quest Delivery System und hier steht You Bound Chocolate Milk to the QDS. Heißt, wir haben jetzt hier das Rezept ausgewählt, also die Quest ausgewählt, in die jetzt was reingeliefert werden soll. Dann brauchen wir einmal eine Chocolate Milk Bucket, die hier. Bitte einmal produzieren. Dankeschön. Super. Und dann können wir das da unten nämlich sagen, wir wollen das Ganze, das da hier bitte exportieren. Chocolate Milk Bucket. So, und wenn wir jetzt nämlich sagen, wir wollen Chocolate Milk Buckets und zwar 500-1, next. Schafft das? Schafft er das? No crafting CPUs are available. Weil das ist ihm einfach in Summe zu viel, was er da bauen müsste. Wir machen uns noch ein 4K Crafting Storage. 4K. Crafting Storage. Dazu brauchen wir noch eine Crafting Unit. Haben wir. Und dann brauchen wir noch eine von denen hier. Und davon brauchen wir drei davon. 1, 2, 3. Und das, das. Wow, haben wir alles da. Super. So, und wenn wir die nämlich jetzt da dranhängen, haben wir nämlich zwei 4K Crafting. Ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert. 11, gut. Mit dem falschen. Ich möchte unten. Chocolate. Schauen wir mal, ob wir jetzt genügend haben.
1500. Crafting CPU Automatic. Storage 8192. Co-Processors keine. Wir können also Co-Prozessoren hinstellen. Dann würde es ein bisschen schneller gehen. Theoretisch. Weiß nicht, ob wir das brauchen, oder? Brauchen wir das? Ich habe keine Ahnung. Komm, pfeif drauf. Wir lassen es alles einfach mal laufen. So, ist ja nicht so, dass man hier 500 minus 1 Start. Und wir sehen, dass er hier produziert. Die Frage ist, ob er hier auch exportiert. Das können wir aber hier nirgendwo sehen, denn da müssen wir ins Questbuch reingucken. Und wir sehen hier Chocolate Milk Bucket. Er liefert nichts aus. Ist das auch der richtige Chocolate Milk Bucket? Nicht, dass wir hier den falschen produzieren. Cancel. Da haben wir 50 jetzt. Sind das die? Nein, anscheinend nicht. Super. Welche sind es denn dann? Chocolate? Schokolade Milk Bucket. War eigentlich richtig. Na, die hier vielleicht? Das wäre ja wohl Tasty Drink. Das ist gemein. Das ist echt gemein, wenn es die anderen sind. Player can hand in items or fluids. One can also use a question submit. Ja, genau. Chocolate Milk Bucket. Ich kann aber nicht hundertprozentig sagen, ist es jetzt der hier oder der andere. Es sieht ein bisschen mehr nach dem hier aus. Och man, das ist ja wohl fies hier. Entschuldigung. Ist es aber auch. Das ist ja wohl gemein hier. Jetzt habe ich hier so viel schöne Chocolate Milk produziert. Was machen wir jetzt mit der? Okay. Geh weg. Meine ganze Fackel hier wieder aufstellen. Haben wir ein bisschen Chocolate Milk hier verschüttet. Kann ja mal vorkommen. Kann man mal verschütten. Blöd. Und den habe ich natürlich noch nicht freigeschalten. Die Frage ist, ob wir den jetzt auch auf Anhieb finden. Weil Thaumic Horizons. Moment, Energy. Da. Da Chocolate Milk zu finden. Das könnte noch ein bisschen Stunden dauern. Das wollte ich euch jetzt nicht antun. Das war leider die falsche Chocolate Milk. Wie gemein. Das ist so echt gemein. Okay. Dann werden wir uns das wohl mal irgendwie noch anders gucken müssen. Das müsste dann daher das Thaumic Horizon sein. Naja, gut. Aber das ist trotz allem ein sehr gutes System gewesen, um mal zu zeigen, wie man das mit dem ganzen Apply Analytics und mit Autocrafting und zwar der Kombination aus Autocrafting in Maschinen und Autocrafting im Molecular Assembler zusammensetzen kann. Haben wir halt jetzt ein bisschen Chocolate Milk, mein Gott, passiert. Kann natürlich auch sein, dass wir die vielleicht als Flüssigkeit abliefern müssen. Was wir mal gerne probieren können. Indem wir einfach hier mal drauf hüpfen. Dann den harten Portable Tank da oben drauf stellen. Und dann mal die Milch da oben reinpacken. So, haben wir ein bisschen was schon mal drin. Und dann versuchen wir einfach mal hier. Okay, er hat was angenommen. Aber es sieht nicht danach aus, wie wenn er das hier akzeptieren würde. Blöd. Blöd. Also muss es dann doch tatsächlich die andere Milch sein. Die andere Chocolate Milch. Das ist doof. Okay, macht auch nichts. Wie gesagt, wir haben einiges gelernt. Wir haben jetzt hier auch gelernt. Das kann man hier wunderbar in einem Quaderform quasi erweitern. Überhaupt kein Problem. Da haben wir noch ein bisschen was, wo wir noch dran anbauen können. Wir können auch weitere daneben noch stellen. Dann werden die als extra gezählt. Das heißt, wir können hier auf der Insel noch ein bisschen was erweitern. Wir werden hier auch mal unseren Maschinenpark noch ein bisschen erweitern. Hauptsächlich den wir in irgendeiner Form automatisch bearbeiten wollen. Apropos automatisch. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel auch den Fluid Transposer. Ja? Den Molecular Assembler.
dann haben wir ja Nothing und dann haben wir ja zum Beispiel noch die Sommel. Das heißt, es ist auch uns ganz einfach möglich, die ME-Interfaces zu erkennen im ME-Interface-Terminal, wo dann das ME-Interface hängt. Ja, haben wir hier gesehen, die Sommel ist hier tatsächlich auch namentlich so benannt worden. Eine super Geschichte. Das tut mir jetzt leid, dass das leider die falsche Chocolate Milk war, aber Chocolate Milk ist für mich, nein, Chocolate Milk ist nicht Chocolate Milk. Da muss ich sogar dem ganzen Spiel recht geben. Da gibt es schon gewaltige Unterschiede. Macht aber auch nichts. Wir haben leider die falsche gewählt. Blöd gelaufen. Stand auch nichts weiter dabei. Haben aber trotzdem einiges gelernt. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben. Lesen wir gerne, beantworten wir gerne. Überhaupt kein Problem. Ansonsten würde ich sagen, klickt auf dieses Video, könnt ihr es abonnieren. Klickt auf die Videos drumherum. Wie gesagt, andere Schandtaten. Und dann bleibt mir nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.